Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen zum ersten CAV Live Digitalseminar. Ja, ich muss sagen, ist ein ganz neues Format. Also es sind mittlerweile fast 100 Teilnehmer jetzt schon eingeloggt. Also ich bin eigentlich fast ein bisschen nervöser, wie wenn die Leute jetzt alle hier wären. Ja, die Situation lässt es eben nicht anders zu, dass wir hier Leute an der Station haben. Ich möchte ganz herzlich alle begrüßen. Wir haben ja große internationale Runde eigentlich. Es sind Leute aus den Niederlanden dabei, aus Frankreich, aus Italien, aus Österreich, aus Tschechien und aus ganz Deutschland. Also es freut uns ganz arg, dass jetzt so viele Leute hier da teilnehmen. Ich habe auch Unterstützung hier, die Regie, der Tobias Lanner, unser Exportmanager, unterstützt mich hier in der Regie. Wir hätten das jetzt so geplant, wir zeigen jetzt am Anfang ein paar Bullen euch, aktuelle Jungfer-Arber und auch Altstiere. Ich muss gleich dazu sagen, es ist alles live, also es ist nichts aufgezeichnet im Vorfeld. Allerdings, wer jetzt das Ganze sich nochmal anschauen will oder jemand hat, wo sagt, ah, ich habe jetzt nicht teilnehmen können, es wird auch aufgezeichnet. Ihr bekommt einen Link zugeschickt und den kann man sich im Nachhinein nochmal anschauen. Also wie gesagt, live. Wir haben das Ganze die Woche schon mal getestet. Jetzt ist die Sonne etwas rausgekommen. Es kann jetzt sein, dass es an der Glasscheibe auch ein bisschen spiegelt, weil wir können natürlich das Ganze nicht, ja, wir müssen auch Sicherheitsmaßnahmen einhalten, die Biosecurity, damit eben wir hier getrennt sind von den Stieren. Aber jetzt führen wir euch erstmal zur Einstimmung ein paar aktuelle Bullen vor. So, man sieht jetzt den Blick nach draußen von unserem Bullenblick. Ganz links sieht man ein bisschen verschwommen den Raldi, dann den Warta, dann den Mint und ganz rechts den Wobbler. Ganz zu Beginn fangen wir an mit einem ganz aktuellen genomischen Jungvererber. Sie muss vielleicht vorab noch sagen, die Bullen, die bei uns hier an der Besamungsstation stehen, die werden ausschließlich mit Stroh gefüttert und Kraftfutter, also Stroh ad libitum und 4 Kilo Kraftfutter. Also wir wollen sie in Sprungkondition halten, damit eben auch die Samenproduktion gewährleistet ist und keine Probleme macht. Der erste Bulle, den man jetzt draußen sieht, ist der Bulle Marin. Marin ist ein Midwest-Sohn aus einer Mahango-Tochter aus Resolute. Er ist mischerbig hornlos. Sein Großvater sieht man auch hinten, der Mint, sieht man auch ein bisschen an der Farbe. Schön braun gedeckter Bulle mit sehr gutem Fundament, sehr gut angelegt. Der Bulle wird aktuell auch im Zuchtprogramm verwendet. Er hat sehr hohe Inhaltsstoffe, ein, ja, sehr gute Gesundheitsvererbung, Fitnessvererbung, vor allem die Fruchtbarkeit, Eutergesundheit und auch ein sehr, sehr gutes Exterieur, vor allem bisschen auch als Ausgleich für etwas kürzere, dünnere Striche kann der Bulle auch verwendet werden. Vielleicht etwas vorhalten, sollte man in den Milchkilograms. Hier liegt der im mittleren Bereich, aber ich denke, aktuell ist ja sehr viel Herzschlag- und Nutera-Genetik auch unterwegs, wo der Bulle sicher einen sehr, sehr guten Einsatz finden wird. Und wie gesagt, der Bulle wird aktuell auch verwendet im Zuchtprogramm. Ja, da auch mal ganz herzliches Dankeschön an den Stall, weil es ist ja normal jetzt eigentlich schon Dienstschluss, also sind jetzt extra nochmal hergekommen, um eben hier die Bullen euch vorzuführen. Der nächste Bulle, der jetzt kommt, auch ein sehr junger genomischer Vererber, fängt mit E an, also E-Linie,
Ja, war ja vor 10 Jahren mal nicht mehr so stark verbreitet, jetzt mit genomischer Selektion eben über den Bullen Everest wieder mehr in die Population gekommen, ist der Bulle Erzherzog. Der Bulle Erzherzog, er hat auch noch 2 Vollbrüder an anderen Besamungsstationen. Wir haben uns damals für den Bullen Erzherzog entschieden, weil er vom Vererbungsmuster sehr ausgeglichen ist. Das ist ein Bulle, der sehr stark in den Milchkilos vererbt, sehr, sehr gut im Fitnessbereich, vor allem im Vergleich zu den Vollbrüdern, etwas stärker im Kalbeverlauf ist. Und auch im Exterieur bietet er hier eine kräftigere Rahmenvererbung, eine gute Fundamentvererbung und vor allem Euter mit 134. Vor allem herausragend ist hier der hohe Euterboden mit normal langen und dicken Strichen gepaart mit einer sehr, sehr guten Strichplatzierung. Ich werde das nachher auch noch zeigen. Wir haben die Mutter, die Großmutter und die Urgroßmutter im Frühjahr fotografiert, dieses Bullen. Also eine sehr langlebige, vor allem auch leistungsbereite Kuhfamilie aus Baden-Württemberg, vom Betrieb Berger. Der Marin habe ich vorhin noch vergessen, ist vom Betrieb Remmelberger in Holzen. Von dem Betrieb stammt er auch, ja, der weit bekannte Bulle Remmel. Also das waren jetzt 2 Bullen, die ja sehr frisch in der Ausgabe sind, noch sehr wenige Portionen rausgegangen sind. Beide Bullen sind noch etwas limitierter verfügbar, aber sie produzieren sehr gut. Von dem her denken wir, die nächsten Wochen wird die Samenverfügbarkeit bei Ihnen ja sich deutlich entspannen. Der nächste Bulle, der jetzt kommt, er ist ohne Einschränkung verfügbar. Es wird der Bulle Piper sein, der jetzt gleich kommt. Der Bulle Hyper, ein Happy End Sohn aus Raldi aus Dell. Diese Kombination Raldi aus Dell sehen wir draußen immer wieder sehr, sehr gute Kühe, also scheint eine absolute Passerpaarung zu sein. Der Bulle Hyper, er ist zu uns gekommen im Januar, wurde angekauft in Mühldorf an der Auktion. Ein Bulle, der absolute Allrounder-Eigenschaften mitbringt. Er ist auch diesmal unser Bulle des Monats mit sehr, sehr guten Inhaltsstoffen, bei guter Milchmenge, Nutzungsdauer, vor allem herausragend die sehr, sehr gute Töchterfruchtbarkeit mit 125, eine Exterieurvererbung, wie man sie sich wünscht. Vor allem er macht längere Striche mit 115, also ist hier deutlicher Ausgleich für Kühe mit zu kurzen Strichen. Striche sind auch gut verteilt, also hier ein absoluter Allround-Charakter, dieser Bulle Hyper. Bulle Hyper wird auch nach wie vor im Zuchtprogramm eingesetzt. Er wurde auch schon international nachgefragt als Bullenvater in Italien, Österreich und auch in Deutschland ist er in vielen Gebieten hier als Bullenvater aktiv. So, den nächsten Bullen, den wir jetzt sehen, das ist ein Oberfranke vom Betrieb Heinrich. Den Bullen, den haben wir ja an der letzten Eurotier, war Kälbermarkt in Bayreuth, den haben wir als Kalb angekauft. Der Bulle Wüstensohn, ein World Cup Sohn aus Raldi aus Everest. Jetzt kommt er gleich ins Bild. Der Bulle jetzt schon ein bisschen älter. Der wird jetzt im September dann 2 Jahre. Also ein Bulle im mittleren Rahmen. Man sieht auch das, was ein Balkendiagramm zeigt, dieser extreme Rumpf. Also diese extreme Rumpfigkeit sieht man auch bei der Mutter. Bulle eben mit viel Körper, seinen Zuchtwerten. Ein Bulle mit sehr, sehr guter Leistungsanlage.
Fruchtbarkeit positiv, vor allem deutlich positiv die Eutergesundheit mit 121. Und im Exterieur bringt er eine Kuh mit einem sehr guten Rahmen, einer sehr guten Bewusstgelung mit 114, einer sehr, sehr guten Eutervererbung, vor allem die Euteranbindung. Etwas bei der Armpaarung beachten sollte man etwas die kräftige Sprunggelenksausprägung und vielleicht auch nicht mehr auf Kühe mit etwas zu kurzen Strichen schon. Ansonsten ein Bulle, der sehr stark bis jetzt schon nachgefragt wurde, auch international und auch als Bullenvater hier schon Verwendung gefunden hat. Also ein Bulle, wirklich Leistung, vor allem Eutergesundheit mit sehr, sehr guter Eutervererbung. Und ich kann auch schon vorankündigen, es werden im Anfang September auch einige Portionen gesexter Samen weiblich zu uns nach Wasserburg kommen von diesen Bullen. So, die nächsten beiden Bullen, die wir jetzt sehen werden, sind zwei Bullen aus der gleichen Kuhfamilie. Nur der genomische Jungfarber ist eben schon eine Generation weiter. Wir werden jetzt den Bullen Habsburger sehen und dann als zweites den Bullen Haribo. Habsburger, ein genomischer Jungfarber mit Vater Hermelin aus Wattking. Einige haben ja schon diskutiert, Hermelin aus Wattking, beide knapper in der Fitnessvererbung. Allerdings bei Habsburger, bei der Mutter, sie wurde ja genomisch untersucht, eine Kuh, die aktuell 133 Gesamtzuchtwert hat und 110 Milchwert, also diese Linie immer sehr stark in der Fitnessvererbung. Deswegen haben wir damals im ET-Programm eben den Bullen Hermelin verwendet. Der Bulle Habsburger in seiner Vererbung sehr ausgeglichen. Seine größte Stärke 140 im Euter mit extrem guter Anbindung, sehr guter Strichverteilung und im Gesundheitsbereich ein Bulle mit Vater Hermelin und Großvater Herzschlag positiv in der Fitness mit 116, besonders hier positiv die Eutergesundheit bei neutralem Fruchtbarkeitswert, sehr, sehr gute Inhaltsstoffe, zeigt noch die Bilder der Kuhfamilie, also die Mutter steht im Stall, die Großmutter ist jetzt kurz vor 100.000 Kilo, die Urgroßmutter hat schon die 100.000 Kilo und die Ururgroßmutter, die hat 11 Kälber, ist abgegangen und auch 100.000 Kilo, also eine Kuhfamilie mit sehr viel Fitness und vor allem Langlebigkeit. Okay, einige haben vielleicht den Ton am Anfang nicht Auftritt gehabt, da haben wir jetzt einige Nachrichten bekommen. Also der erste Bulle nochmal als Wiederholung, das war der Bulle Marin, der zweite Bulle war der Bulle Erzherzog, der dritte Bulle war der Bulle Hyper, der vierte Bulle war der Bulle Wüstensohn, der fünfte Bulle war der Habsburger und jetzt die Nummer 6 ist der Haribo. Haribo, jetzt ein töchtergeprüfter Bulle, der schon länger im Einsatz ist, nach wie vor sehr beliebter Bulle. Er ist aktuell nach Gesamtzuchtwert
die Nummer 2 bzw. gleich mit der Nummer 1 der Hutera-Söhne, ein ganz sicherer Kaibinen-Bulle mit sehr guter Leistungsvererbung, mit etwas längeren, dickeren Strichen. Vielleicht können die Jungkühe etwas mehr im Rahmen vertragen, allerdings Rückmeldung aktuell bei den Zwotkalbskühen, sie entwickeln sich sehr gut, auch körperlich nochmal die Kühe. Der Kuhstamm, der E-Kuhstamm der Familie Schussmüller, ist auch ein bisschen bekannt für eher ein bisschen spätreifere, körperlich spätreifere Tiere. Vielleicht zu Haribo. Haribo hätten wir aktuell gesext in der männlichen Variante verfügbar, also für Betriebe, die sagen, ich habe Kühe zu Hause oder auch Jungrinder, er geht ja auch für Rinder, die sagen, von diesen will ich keine Nachzucht aufstellen, sondern will gleich ein qualitativ hochwertiges Mastkalb, hätten wir eben Haribo gesext männlich verfügbar, um eben dem gerecht zu werden. Gut, der letzte, den wir jetzt euch live hier vor der Scheibe präsentieren, ist der Bulle Epinal. Der Bulle Epinal, gezüchtet von der Familie Steindlmüller in Bernau, also am Fuße der Alpen, Nähe des Chiemsees. Der Bulle Epinal, ja, jetzt kommt er ins Bild, ein sehr rahmiger Bulle. So vererbt er auch, er vererbt sehr rahmige Kühe, Kühe mit normaler Bemuskelung, gutem Fundament, vor allem sehr guten Eutern, die eine super Strichverteilung haben mit etwas kürzeren Strichen, das muss man auch dazu sagen. Allerdings die Rückmeldung jetzt von den Betrieben war sehr positiv, sie haben keine Probleme damit, weil eben diese Striche auch sehr gut verteilt sind. Wir haben den Bullen, wie er Töchter geprüft war, nicht in den offiziellen Werbeeinsatz genommen, weil er eben Anlageträger ist für F5. Allerdings die Rückmeldung von den Betrieben war so positiv, sie haben auch wieder viel nachbesamt, dann haben wir den auch in Einsatz genommen und ich denke, absolut gerechtfertigt. Er ist aktuell nachkommensgeprüft, sicher der beste Bulle der Egellinie, der aktuell verfügbar ist. Er wird jetzt auch in einigen Zuchtgebieten als Bullenvater verwendet. Wir können hier sicher noch Gutsöhne gebrauchen von Epinal. Vor allem, er ist in der Leistungsvererbung sehr gut und es geht bei ihm auch nicht auf Kosten der Gesundheit. Seine Töchter haben eine sehr gute Fruchtbarkeit mit 118 hier im Zuchtwert und auch für Everest ausgeglichen in der Zellzahl. Also ein Bulle, der sicher seine Berechtigung hat, trotz F5. Also wir können den Bullen wirklich nur empfehlen, weil die Betriebe uns, auch die Nachzuchtbewerter, eine sehr positive Rückmeldung geben. Und muss ich auch sagen, der Partner in Niederösterreich hat ja eine Nachzucht präsentiert, die auch sehr viel Eindruck gemacht hat. Also der Bulle ist es wirklich wert, hier in den Einsatz zu gehen. Ja. Also wir haben eine Frage auch zu den Jungvererbern. Und zwar war der Wunsch da, wenn es zu den Jungvererbern generell eine Info zum Pigment beidseitig, einseitig, kein verfügbar wäre, also nicht nur auf Anfrage. Ja, mal schnell umbauen. Ist natürlich etwas schwierig, also die Anfrage hatte ich jetzt so noch nie. Bei den Töchtergeprüften kann man das Ganze abrufen beim Nachzuchtbericht, entweder auf der LFL oder auf der ZAR-Seite. Werden wir auch noch einmal beim Bullen zu sprechen kommen, Töchtergeprüft. Aber generell stellen wir eigentlich diese Sache nur auf Anfrage zur Verfügung. Also hatte ich so jetzt auch noch nie.
So, dann wechseln wir in die Präsentation. Leider war es jetzt nicht möglich, beides gleichzeitig laufen zu lassen, sonst wären die Bullen wirklich ein bisschen Lilliputaner-mäßig rübergekommen. Deswegen wechseln wir jetzt eben in die Präsentation. Haben wir den Bullen Marin gesehen. Ihr habt schon gesagt, seine Stärken eben diese Inhaltsstoffvererbung, Kalbeverlauf und die sehr gute Exteurvererbung. Dann der Erzherzog, hier die Kuhfamilie. Ja, die Kuhfamilie ist wirklich sehr beeindruckend. Eine Kuhfamilie, wie gesagt, sehr langlebig. Ganz links die Urgroßmutter, die hat jetzt schon das achte Kalb. Dann die Mutter mit dem ersten Kalb und die Großmutter mit dem dritten Kalb. Sehr leistungsbereit. Die Kühe mit sehr, sehr gutem Exterieur. Dann der Bulle Hyper, das ist die Mutter, die Fenja. Die Fenja, sie war auch ausgestellt in Mühldorf letztes Jahr auf der Verbandstierschau, wurde auch über ET einige Male genutzt. Also wirklich auch hier, was der Bulle zeigt, Fitnessvererbung und auch diese sehr gute Exterieurvererbung. Dann der Bulle Wüstensohn. Mutter, Kuhstamm ist sehr stark verankert im Betrieb Heinrich. So um die 30 Kühe gibt es sehr einheitliche Kuhfamilie. Dann möchte ich vielleicht auch ein bisschen auf den Bullen Westwind hinweisen, auch ein World Cup-Sohn. Er ist ein bisschen, ja, im Schatten vielleicht von Wüstensohn gelaufen. Allerdings ein Bulle, wo auch im Zuchtprogramm vielleicht noch Bedarf wäre, mit sehr hohen Inhaltsstoffen, auch sehr guter Fitnessvererbung. Muttersvater hier Epinal, mit sehr, sehr gutem Exterieur, vor allem auch Rahmen, Bemuskelung, Fundament, Euter, auch die Hauptmerkmale hier deutlich positiv. Die Mutter, die Germany, eine Kuh, die ja sehr stark im Körper ist. Vor allem, wir haben sie hier fotografiert, Ende der ersten Laktation. Sie hat mittlerweile das zweite Kalb, hat mit fast 60 Kilogramm Milch eingesetzt und trotzdem an Körper sehr wenig verloren. Also diese Körperhaftigkeit ist eben hier in diesem GQ-Stamm sehr stark verankert. An der Bulle Habsburger, ich habe die Stärken schon gesagt, eben diese Eutervererbung, Inhaltsstoffe sehr ausgeglichen und für einen Hatschlag und Hermelinsohn, Hatschlag-Enkel und Hermelinsohn eben hier der Fitness auch deutlich positiv. Dann Haribo, möchte vielleicht auf die Folie noch kurz kommen, und zwar der Haribo, er ist ja schon länger im Einsatz, es sind über 6000 Töchter jetzt schon in Milch. Ich schaue mir mal gern diese Zuchtwertkurven an. Man sieht eben rechts unten schön, wo sind die Töchter, in welchem Laktationsabschnitt. Man sieht hier viel Töchter schon beim zweiten Kalb mit dabei. Man sieht auch erste Laktation sehr flach, die Kurve. Man sieht zweite Laktation ist die grüne. Sie setzen etwas verhaltener ein, halten es aber dann extrem über die Laktation und der Persistenzzuchtwert von 125 zeigt uns das auch. Also die Kühe halten sehr, sehr gut die Milch über die Laktation. Einige Töchter hier als Impression. Ja, zwei Erstkalbstöchter und ganz rechts eine Zweitkalbs-Haribo. Also man sieht schon, die körperliche Entwicklung findet bei den Tieren schon statt. Dann die Kuhfamilie, wo die beiden Bullen rausstammen. Also wirklich schon sehr beeindruckend. Ganz oben eben diese Endessa, die Mutter. Die Mutter erinnert von Habsburg erinnert sehr stark an die Kuh 1 darunter, an die Entropie, die Mutter von Haribo. Auch sie war als Jungkuh noch nicht ganz fertig, eine etwas ja unfertige, körperlich unfertige Kuh, die sich aber in den Laktationen weiter verbessern und einfach lange am Betrieb bleiben. Ganz darunter die Winnipeg-Tochter, also die Urgroßmutter von Habsburger steht auch noch im Bestand und ganz rechts die Urgroßmutter, eben wie gesagt, leider schon abgegangen mit 11 Abkalbungen und 100.000 Kilogramm Milch. Dann Epinal, ich habe es auch schon gesagt, die Stärken dieses Bullen, Fruchtbarkeit gepaart mit Milch. Auch er schon mehrere Töchter jetzt beim zweiten Kalb mit dabei. Man sieht auch ganz schön, zum zweiten Kalb findet eine Steigerung statt, also über 1000 Kilo, fast 1100 Kilogramm Milch. Er hat eben hier
die Erwartungen aufgrund der Abstammung übertroffen beim zweiten Kalb. Das war auch der Grund, warum er bei der letzten Schätzung nochmal deutlicher gestiegen ist, der Bulle. Auch die Persistenz, man sieht es, sehr flach, sehr schön in die Lactation verteilt, aber trotzdem hoher Milchkilozuchtwert. Bei Impressionen, ganz links oben ist die Reserve-Siegerkuh der letzten Steiermark-Tierschau. Ganz links unten, Züchter, habe ich auch gesehen, sieht uns auch zu. Eine Epinal-Tochter, haben wir aktuell einen Jungstier in der Ausgabe, der Bulle Hexit. Ganz rechts oben nochmal eine Tochter aus der Steiermark und rechts unten eben die Mutter von Westwind. Dann die Kuhfamilie, also für uns immer die Basis, möchte ich auch ein bisschen, dass das rüberkommt, ist immer die Kuhfamilie. Also wir schauen auch jeden Bullen draußen an, wenn man eben so imponierende Kuhfamilien wie bei Habsburger, Erzherzog, Epinal, Haribo dahinter hat, das ist für uns schon ein großes Argument, dann auch solche Bullen anzukaufen. Hier die Familie Steindl-Müller, ganz stolz mit der Mutter und auch mit der Großmutter, der Amsel, eine Rautochter. Dann zum Bullen Wobbler. Denkt der Bulle ist weithin bekannt. Einer unserer meist nachgefragten Stiere jemals hier in Wasserburg an der Besamungsstation. Der Bulle imponiert eigentlich draußen mit den Töchtern mit sehr hoher Leistung. Und die Töchter, sie schmelzen nicht an Körper ein. Sie bleiben sehr stabil, sehr gesund, sehr robust. Also das ist die Rückmeldung, was wir von den Betrieben draußen auch bekommen. Und die Töchter, sie halten sich auch. Also sie bleiben vom ersten auf den dritten Kalb sehr stabil. Auch die Euter halten. Und auch hier, wenn man sich mal die einzelnen Laktationen anschaut, alle sehr stark schon belegt mit Töchtern. Also ein absolut abgesicherter Bulle. Mit sehr guter Leistungssteigerung, super Persistenz. Also gesunde Töchter mit viel Leistung. An der Bulle Mint, vielleicht ein bisschen andere Machart. Ein Bulle mit, der eher ein bisschen auf der feminineren Seite, auf der milchtypischen Seite liegt. Ein Stempelbulle, ganz sicher in der Fundamentvererbung. Also war ja letztes Jahr in Österreich der meist eingesetzte Bulle. Also Fundamentvererbung wirklich phänomenal. Und gepaart mit extrem guter Eutergesundheit, 126, bei positiver Melkbarkeit. Also ich werde heute nochmal zwei Jungfarber vorstellen, die da genauso gut sind. Also gute Melkbarkeit und gute Eutergesundheit muss nicht ein Widerspruch sein. Das zeigt der Bulle Mint mit sehr guter Leistung, wissen auch etwas schwächer in der Fettvererbung. Eine Tochter, also die Hella, ganz in der Nähe hier an der Station steht die Kuh, war eine der ersten 6 Minttöchter, die abgekalbt hat, beim ersten Kalb und hier beim dritten Kalb. Dann Mint, ja, sind, man sieht es auch hier, alle Laktationen schon belegt, auch Leistungssteigerung sehr gut, Persistenz hier mit 88, eine Standarderweihung unter dem Durchschnitt, also ist mit Sicherheit jetzt kein Bulle oder würde ich nicht empfehlen für extensive Betriebe oder Biobetriebe, weil sie einfach schon am Anfang der Laktation stärker einsetzen. Also für mich ein Bulle, der da passt sicher besser Haribo oder auch der Wobbler. Sind natürlich auch schon Enkel im Einsatz. Der Bulle Manaus ist hier so einer. Ach, danke, die Regie. Also ist jetzt leider keine halbe Bier, aber ja, der Bulle Manaus, ein Mint-Enkel. Er ist schon ein bisschen länger jetzt im Einsatz. Die ersten Söhne werden so, ich denke, im Dezember, Januar an den Stationen eingestellt werden. Ein Bulle, der ohne Butera und Herzschlag auskommt und trotzdem hier eine extrem hohe Milchvererbung hat, vor allem der Milchwert 135, schon sehr, sehr beeindruckend. Und ich möchte vielleicht auch auf den Kalbeverlauf noch hinweisen. Der Bulle ist mit 109 schon Kälber geprüft, noch nicht Töchter geprüft, aber Kälber geprüft. Also 109 weist ihn hier als leicht positiven Bullen aus in der Abkalbung. Dann der Bulle Makai, auch ein Mint-Enkel, Malawi-Sohn,
Ja, Malawi werden sehr wenig Söhne nur an Stationen eingestellt werden. Ich denke, insgesamt werden es sicher nur 3, 4 werden. Wir können hier den Makai jetzt anbieten. Es gibt noch einen Vollbruder zu ihm, steht aktuell in Tschechien, der heißt My Lord. Wird es noch ein bisschen dauern, bis Samen kommt. Er hat sein Bulle, wie ich vorhin schon gesagt habe, kein Kompromiss, was Eutergesundheit anbelangt und auch Meckbarkeit. Hier beides deutlich positiv. Sehr, sehr gute Nutzungsdauer, sehr gute Exterieurvererbung, vor allem Euter, Eutersitz, Euteranbindung. Natürlich, ihn muss man etwas gezielter einsetzen, wenn es um Strichlänge und Strichdicke geht. Allerdings muss ich auch sagen, wir haben mittlerweile ein super Anpaarungsprogramm, Siamatch, und da kann man das auch ausschließen, dass er jetzt nicht auf Kühe kommt, die eben hier schon zu kurz und zu dünn wären. Ansonsten ein Bulle, sehr gute Inhaltsstoffe und wie gesagt, Meckbarkeit, kein Kompromiss in der Eutergesundheit. Genau das Gleiche gilt für den Bullen Zaras. Der Bulle Zaras steht beim Partner in Österreich, bei der Genostar. Auch er hier sehr stark in der Eutergesundheit und in der Meckbarkeit. Er auch ein richtiger Doppelnutzungsvererber mit ganz starkem Fleischwert. Super Exterieurvererbung, also die kann man sich fast nicht schöner malen. Ein Bulle aus einer Linie, die ja schon weiterhin weit bekannter ist, der Bulle Inros oder auch Wertvoll, stammen hier aus diesem Kuhstamm. Vielleicht ein Bulle, der nicht auf Kalbinnen angepaart werden sollte, 93 Kalbeverlauf, also ein Bulle bitte nur auf Kühe verwenden. Dann Raldi. Ihr habt es hinter mir gesehen, der Bulle steht noch in Wasserburg. Er lebt, er produziert auch Samen, allerdings leider die Qualität entspricht nicht unseren Ansprüchen. Also muss ich auch ganz deutlich sagen, ein Bulle, der zwar nachgefragt ist, aber wenn der nicht unseren Qualitätskriterien entspricht, dann geben wir den auch nicht aus. Das ist aktuell eben bei ihm der Fall. Muss auch dazu sagen, er ist 2009 geboren. Also ist jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste. Also wenn es mal über 10 Jahre geht, kann man generell auch sagen, wird es auch beim Besamungsbullen etwas schwieriger. Ich möchte vielleicht nur auf eins noch hinweisen, und zwar auf diese Zuchtwertkurve. Man sieht erste Laktation etwas schwächer, deutliche Steigerung zum zweiten und dritten Kalb. Also wenn Kühe draußen bei Ihnen auf die Betriebe auflaufen und die haben jetzt irgendwo 25 Liter, nicht gleich am Zuchtviehmarkt anmelden, wenn die sonst passt, die steigern sich zum zweiten Kalb. Also da freut sich der Käufer dann, aber das muss man bei ihm vielleicht ein bisschen in Kauf nehmen, dass er einfach diese deutliche Leistungssteigerung noch hat. Ja, Kuh beim ersten und dritten Kalb, also wir wissen alle, exterieurmäßig sehr stabile Kühe. Wir haben natürlich auch mittlerweile schon Enkel im Einsatz, der Bulle Phenol möchte ich darauf hinweisen, aktuell die Nummer 1, der Enkel von Raldi, der beste Figor-Sohn, dann 2 Figor-Söhne, die mit Sicherheit auch ihren Einsatz verdient hätten. Wir können die in Deutschland im Direktvertrieb und auch in der Besamung für 8 Euro anbieten. Das ist der Bulle Filz. Bulle mit sehr, sehr gutem Exterieur, guter Fitness, sehr gut Inhaltsstoffen. Sein Vollbruder vielleicht noch etwas leistungsstärker in den Milchkilos, auch mit 126 einen sehr, sehr guten Milchwert. Also beide Bullen werden auch verfügbar, wer eben hier Raldi-Enkel einsetzen will. Dann der Bulle Warta, seit Dezember ja Töchter geprüft, ist eigentlich ein Bulle ganz stark, was Doppelnutzung anbelangt, sehr stark im Fleischwert. Er hat sich jetzt in der Top 10 der Töchtergeprüften eigentlich verankert. Ein Bulle, der sehr stark in Inhaltsstoffen vererbt, etwas mittlerer oder schwächer, würden vielleicht auch einige sagen, in Milchkilos. Ein Bulle, Töchter mit hoher Fruchtbarkeit. Sie kalben auch sehr gut ab im Exterieur. Wir haben schon einige angeschaut, weil wir mal geplant hätten, eine Nachzucht zu machen im Frühjahr. Allerdings, ja, wir wissen alle, die Corona-Situation ist dann etwas anders geworden. Bei der Besichtigung, Kühe waren mittelrahmig mit sehr gutem Körper, etwas kräftiger im Sprunggelenk, kleine drüsige Euter, mehr bauchbasiert, sehr, sehr gute Strichverteilung, etwas feiner im Strich,
Allerdings, Betriebe haben auch gesagt, gute Strichverteilung war für sie jetzt kein Problem, dass da irgendwie das Merkzeug nicht gehalten hätte. Das sind zwei Warta-Töchter, die im Zuchtprogramm auch als Jüngeren schon eingesetzt worden sind. Dann die Zuchtwertkurve. Das ist die Milch-Kilo-Kurve. Wenn man die Fett-Eiweiß-Kurve anschauen würde, die wäre jetzt ganz deutlich über dem Schnitt. Ich werde euch nur hier eins zeigen. Der Bulle, er hat noch zwei Töchter jetzt beim zweiten Kalb, also noch keine Aussage. Bei ihm wird sicher interessant werden, was er dann im Dezember macht, wenn die Töchter zum zweiten Kalb kommen. Denn er ist hier mit Valeur und auch mit Vogt als Muttersvater eben in der Leistungssteigerung nicht sehr hoch vorgeschätzt. Würde er das übertreffen, dann können wir hier sicher nochmal einen Anstieg erwarten. Wenn er so bleibt, dann wird sich da nicht viel ändern. Also Dezember wird für ihn nochmal interessant werden. Wir haben einen Sohn auch demnächst in der Ausgabe. Das wird dann Ende Herbst werden, der Bulle Warten. Ein Warta aus Hubraum. Diese Hubraum-Tochter, sie wurde mal zugekauft als Embryo in Oberösterreich. Das ist die Kuh jetzt geworden, die Famosa, eine unheimlich rahmige Kuh mit sehr, sehr gutem Euter, sehr leistungsstark. Von der Kuh gibt es auch schon einen Bullen, der im Zuchtprogramm gelaufen ist. Das ist der Bulle Virginia, ein Villeroy-Sohn mit sehr starker Milchvererbung, vor allem Milchwert 128 ist für Villeroy-Sohn schon sehr beeindruckend und vor allem, wenn man sich die Fitnessvererbung anschaut, auch hier deutlich positiv. Und ich möchte vielleicht eins hinweisen, ist die Strichlänge und Dicke und die Strichplatzierung. Da ist er wirklich fast wie gemahlen mit sehr guter Euteranbindung, denn in der Population ist es ja aktuell noch so, die vorderen Striche könnten noch ein bisschen weiter nach innen gezüchtet werden. Hinten sind wir schon Tendenz leicht nach innen, da muss nicht mehr besser werden. Also die 100 ist hier so das Ziel und ich denke, das sieht man auch vorne enger und hinten hält er hier den Zuchtwert. Das ist was, was wir eigentlich wollen. Dann kommen wir zum töchtergeprüften Bullen. Das ist aktuell der höchste Neueinsteiger in der Zuchtwertschätzung töchtergeprüft. Er stammt von unserem Partner, der Genostar in Österreich, dem Züchter, dem Josef Gaugel, herzlichen Glückwunsch. Ich habe auch gesehen, dass er jetzt zuhört. Muss man sagen, schon sehr beeindruckend, den besten Neueinsteiger zu haben bei der Zuchtwertschätzung. Er wurde jetzt auch als Bullenvater ausgewählt. Ich habe die Rückmeldung aus Österreich bekommen von den Nachzuchtbewertern. Kühe auf die Betriebe, sehr unauffällig. Sehr unkompliziert war die Rückmeldung von den Betrieben und ich denke, das spiegelt auch hier das, was man an Zuchtwerten sieht, vor allem sehr stark in der Fruchtbarkeit der Töchter, bei guter Milchleistung, im Extrieur etwas bauchhäuterbasiert und wenn man sich mal die Strichlänge anschaut, 107, also er macht etwas längere Striche, hier als Ausgleich sicher auch super und ja, auf eins muss man sicher auch ein bisschen beim Einsatz hinweisen. Man sieht es am Bullen, der Bulle hat einen roten Kopf. 20% der Kühe waren beschrieben mit rotem Kopf. Kommt sicher nicht von ungefähr. In seinen Genen ist eben das Malfblut, Rendisch mit drin, Reumut, also schon Bullen, die auch der Vater Martin war hier ein bisschen höher in den Anteil der roten Köpfe. Aber nichtsdestotrotz ein wirklich super Allrounder, der sicher unkomplizierte Kühe auf die Betriebe hinterlassen wird oder auch schon hinterlässt. Wenn man sich jetzt mal die Verteilung anschaut, er hat schon mehr Töchter auch im höheren Laktationsabschnitt. Also denke ich, hier auch schon ein bisschen abgesicherter wie mancher neue Töchtergeprüfte. Dann ganz kurz der Bulle Galileo. Möchte ich nur kurz mal ansprechen, das Alter des Bullen, er steht bei CAV Tschechien, der Bulle ist 2007 geboren und hat immer noch 127 Gesamtzuchtwert, also das ist, denke ich, schon sehr beeindruckend. Wenn man sich die Laktationen anschaut, das sind jetzt fast 12.000 Töchter, was hier den Zuchtwert beeinflussen. Man sieht auch, sie setzen normal oder ein bisschen schwächer vielleicht ein am Anfang, aber diese überragende Persistenz, also schon sehr, sehr beeindruckend. Dann der Bulle Vermeer.
Muss ich jetzt auch dazu sagen, es sind ja auch Hörer aus dem Ausland mit dabei. Wir arbeiten im Zuchtprogramm sehr eng zusammen mit der Besamungsstation in Greifenberg und auch mit der Genostar. Und der Bulle Vermeer steht eben hier im Mitbesitz mit Greifenberg und steht auch in Greifenberg. Und hier ist es immer so, die Vermarktungsrechte international nimmt immer die Station wahr, bei der der Bulle eben steht. Deshalb, also wir haben hier die Vermarktungsrechte für Tschechien und für Deutschland. Wenn es jetzt fürs Ausland geht, dann haben wir sie eben für diesen Bullen nicht. Vermeer von der Vererbung her, ein Bulle mit starkem Milchwert als Töchtergeprüfter, mit sehr guten Inhaltsstoffen und Milchkilo, fruchtbare Töchter, also er ist ja hier nochmal angestiegen als Töchtergeprüfter. Im Exterieur macht er schon eine etwas femininere Kuh, sieht man auch hier mit Bemuskelung 82. Sehr trockenen Fundamenten, sehr kleinen Euter mit einer super Strichverteilung. Also wir haben letztes Jahr mal eine Nachzuchttour organisiert, sehr gleichmäßige Kühe, einheitlich von der Farbe her, ich wieder Bulle, und wie gesagt eben etwas femininer von der Ausprägung. Eher ein Bulle, mittel oder neutral in der Persistenz in seinem Zuchtwert mit 98. Also sie setzen etwas kräftiger ein, halten dann normal die Milch in der Laktation, aber auch eher schon deutlicher abgesichert eben hier mit in der zweiten Laktation. Auch hier bei ihm der Hinweis, der Bulle ist Anlageträger für F5, aber trotzdem, er bringt einfach ja, sehr gute Qualitäten mit und mit Anpaarungsprogrammen sollte man auch die Chance nutzen, diese Genetik in den Betrieben einzusetzen. Ja, das ist so eine Tochter eben gewesen, ganz typisch, milchiger, auch von der Farbe her sehr einheitlich, wie sie draußen sind. Dann der Bulle Messias, auch schon länger im Einsatz, ein Bulle sehr stark Inhaltsstoffe und Milch mit guter Gesundheitsvererbung. Auch er hier schon über alle Laktationen Töchter mit abgesichert. Wir haben auch in Tschechien mal Töchter angeschaut von ihm. Also ein Paradebeispiel ist eigentlich die Kuh, die man jetzt sieht. Sie sind einheitlich in der Farbe. Sie sind etwas mehr im Sprunggelenkswinkel, hatten kleine drüsige Euter. Betriebe hatten alle gesagt, sie setzen den Bullen weiter ein, weil sie mit diesen Kühen sehr zufrieden sind. Also ein töchtergeprüfter Bulle, der seine Zuchtwerte eigentlich seit längerem deutlich gut oder sehr gut hält. Ja, dann ein Bulle Ducati. Es war ja auch eine Frage, da kommen jetzt noch drauf im Vorfeld. Linienverengung, Linienführung beim Fleckvieh. Der Bulle Ducati wäre ebenso ein Bulle aus einer etwas selteneren Linie, die Dior-Linie. Eher ein Delson, zuchtwerttechnisch wieder angestiegen an dieser Schätzung. Mit 126, sehr gute Exterieurvererbung, super Inhaltsstoffe, extrem eutergesund. Vielleicht ein bisschen der Bremser draußen im Einsatz ist der Kalbeverlauf, aber trotzdem auf Kühe sollte er wirklich kein Problem sein, zeigen auch die Absolutzahlen. Also wir haben noch Samen da, der Bulle lebt nicht mehr. Also wer den gerne einsetzen will als Alternative, Ducati sicher top. Auch hier sieht man schon mehrere Töchter jetzt auch beim zweiten Kalb. Ja, dann wie schaut's mit Linienführung aus? Vielleicht hier mal als Anschauung Diagramm, das ja einmal im Jahr erstellt wird für die Besamungsinfotagung. Man sieht hier, Fleckvieh liegt beim Inzuchtkoeffizienten bei den Kühen. Schauen wir das, was in der Population dann vorhanden ist. Aktuell bei einer Steigerung im Jahr von 0,066%. Also kritisch nimmt man eine Steigerung dann von 0,15 bis 0,2 pro Jahr, also Generation so 1%. Da wird es kritisch, also das heißt, da sind wir noch weit weg. Der Anstieg, sagen einige, das dürfte nicht ansteigen, aber ganz grundsätzlich, jede Population, die unter Leistungsprüfung steht, hat immer einen leichten Anstieg am Inzuchtkoeffizienten. Das lässt sich gar nicht vermeiden, weil ja wir unser Zuchtziel vorgegeben haben, das wir auch verfolgen und selektieren. Also nicht dramatisch.
Man kann natürlich dagegen auch Instrumente einsetzen. US Brown Swiss zum Beispiel fließt die Abstammung des Bullen dann mit in die Zuchtwertberechnung ein. Wenn jetzt eben der Bulle sehr stark verwandt ist mit der Population, bekommt er einen Abschlag. Bin ich jetzt kein großer Freund, muss ich ehrlich sagen, weil wir immer eigentlich die richtige Leistung des Tieres doch sehen wollen. Deswegen ist ein Mittel. Wenn man sich jetzt mal die Entwicklung bei den Prüfstieren, bei den neu eingestellten Bullen an der Station anschaut, sieht man immer so Treppenbewegungen. Diese Treppen sind dann immer, wenn ganz stark eingesetzte Bullen, wie jetzt zum Beispiel der Bulle Farnstein, zusammentrifft mit den Bullenmüttern und mit den Söhnen. Da wird interessant sein, wie sich das in Zukunft entwickelt, weil wir schon sehen, dass jetzt solche Stiere, wo im Jahr dann 50.000, 60.000 Erstbesamungen machen, die gibt es eigentlich so in der Form nicht mehr. Also es wird interessant zu beobachten sein. Linien, also wir werden keine anderen Linien mehr erschließen können. Fleckvieh-Population, die aktuell eben in der Zuchtwertschätzung bearbeitet wird, ist Deutschland, Österreich und Tschechien. Die Linien sind alle bekannt. Es gibt sicher Linien, auf die man etwas mehr Fokus legen kann die nächste Zeit. Das ist die D-Linie, die S-Linie. P wird sicher schwierig werden, aber jetzt mit der D-Linie und S-Linie, werde ich noch ein paar Stiere zeigen, haben wir sicher die Chance, aktuell das wieder etwas mehr reinzubringen. Vor allem der Stier, der jetzt hier dasteht, der Bulle Doc, ein Dreamzone aus Watt. Sehr stark im Milchwert mit 133 Fitnessvererbung, Kalbeverlauf, sehr stark Extrörvererbung, Fundament, Euter. Vielleicht wird er hier oder wird hier etwas die feminine Reku bringen. Aber wie gesagt, 136 wirklich hier Dior-Linie, Linienalternative. Ja, sein Halbbruder, der Mysterium, schon länger bekannt, jetzt sicherer Kalbinnenstier, ist wieder sehr gut verfügbar. Er war ja mal zeitlang etwas limitierter, jetzt kein Problem. Die Mutter, die Laura, sehr bekannte und erfolgreiche Bullenmutter. Dann Manolo vom Partner in Greifenberg. Bulle, der hornlos ist. Wir hätten uns vor 10 Jahren, wenn wir so einen Hornlosbullen gehabt hätten, sicher alle Finger danach geschleckt. Super Max Dröhr, Fitnessvererbung, Leistung, alles da. 85 Merkbarkeit muss man sicher bei der Anpaarung beachten. Er ist in den Absolutzahlen nicht schlecht, er liegt hier über 2 Liter. Allerdings, wenn ein Bulle diesen Zuchtwert hat, egal wo der steht, sollte man doch bei 85 immer den nur auf Kühe besamen, die eben hier sehr, sehr gut in der Merkbarkeit sind. Trotz dieser Absolutzahl, also der Zuchtwert ist ja nicht aus den Fingern irgendwo gesaugt. Er muss eben hier dann ein besseres Anpaarungsniveau eben von der Muttergrundlage schon gehabt haben. Ja, auch hier wird spannend. Dezember kommen dann vermehrt die Zweitlaktationen dazu. Manolo-Töchter im Feld. Montur, ganz kurz. Montur, ein Manolo-Sohn, der sehr ausgeglichen ist von der Vererbung, vielleicht ein bisschen anders wie die meisten Manolo-Söhne, sehr stark hier in der Inhaltsstoffvererbung, auch er jetzt sicher geprüfter Kalbinnenstier. Die Mutter, jetzt hat sie das dritte Kalb, Züchter hat sie auch schon stärker über IT genutzt, jetzt beim dritten Kalb. Dann der Bulle Alexis, auch jetzt neu in der Ausgabe bei uns in Wasserburg, auch er steht in Greifenberg. Sehr ausgeglichen, vor allem sehr stark in der Milch, gute Gesundheit, sehr gutes Extrör. Dann Linienalternative, Spectre, sehr gut, Walfried Everest, also hier komplett andere Linienführung, was wir so ein bisschen in den Pedigrees aktuell haben. Sehr stark im Kalbeverlauf, sehr gutes Extrör, vor allem überragendem Milchwert. Also hier wäre eben eine super Linienalternative. Die Mutter beim zweiten Kalb. Dann der Bulle Vettina, auch schon länger im Einsatz in der gezielten Paarung. Bulle mit längeren, dickeren Strichen, super Allround-Profil. Die Mutter, eine Raldi-Tochter, steht die Großmutter, Urgroßmutter und Ururgroßmutter alle noch im Stall. Also hier sehr langlebige Kuhfamilie. Dann der Bulle Wuhudler, auch ein Waban-Sohn, Waban-Wismar,
bisschen schwächer, was Fundamentfarbung anbelangt. Und hier mit Manigo aus Willenberg, zwei Bullen mit extrem guter Fundamentfarbung, sehr starker Fundamentfarbung. Sicher eine sehr gelungene Kombination. Auch eher sehr ausgeglichen, auch wieder längere, dickere Striche. Dann der Bulle Wrestler, ein Wobblersohn mit sehr starker Fitnessvererbung, super Eutervererbung. Die Mutter, eine Raldi-Tochter beim zweiten Kalb. Dann der Bulle Heymann, sehr ausgeglichen von der Vererbung. Ja, einige werden sich jetzt fragen, ja, er ist aus Mutters Vater Mahango, also eine Mahango-Tochter und hat Hörner. Wir haben da damals lange überlegt, wir haben das Kalb damals schon angekauft, wir haben gesehen, vom Bullen Herzau kommt sehr wenig nach. Die Linie braucht ja Herzau, Herzschlag, etwas Unterstützung im Fitnessbereich. Die Mutter, die Taube, stammt aus einer Kuhfamilie, die eben dies bringt, sehr stark in der Nutzungsdauer, Fruchtbarkeit, Eutergesundheit. Und da haben wir ihm gesagt, okay, er hat sehr ausgeglichene Vererbungsmerkmale und kommt eben aus einer sehr, sehr starken Fitnesslinie. Das berechtigt auch zum Ankauf. Deswegen haben wir den Bullen trotz seiner Hörner in den Einsatz genommen. Dann zum Schluss noch ein paar Hornlos-Vererber. Der Bulle Hongkong, ja schon länger im Einsatz. Möchte auch noch darauf hinweisen, wie bei Haribo, Hongkong gibt es männlich gesext, also reinerbig, hornlos, männlich gesext, super Kalbeverlauf, lässt hier eben keine schweren Kälber erwarten, weil es ja ganz wichtig ist. Männliche sind ja immer ein bisschen schwerer wie die weiblichen. Dann ein Sohn von ihm jetzt im Einsatz, der Bulle Hornlos aus Österreich, aus einer Kuhfamilie, wo schon der Bulle Vollwert und Zürich im Einsatz war. Dann Mercedes. Ja, weithin bekannter Bulle, sehr beliebt in der Besamung bei uns, hornlos, sehr gut einsetzbar, sehr allroundmäßig von seinem Vererbungsprofil, vor allem Exterieur, Fitness sehr, sehr stark. Dann neu jetzt auch ein reinerbiger, der Bulle Wiegend, Wookie, kommen aktuell die ersten Töchter jetzt dann in Milch, eher reinerbig, auch sehr gut im Exterieur, längere, dickere Striche. Auch wieder Wookie selber, etwas kürzer im Euter, sehr gute Anbindung. Und dann ein bisschen Ausblick. Vielleicht, ja, Bulle Icebreaker haben einige gefragt, warum ist der nicht mehr im Einsatz? Der Bulle Icebreaker hat schon sehr viele Besamungen gemacht und wir wechseln ja die genomischen Jungvererber dann doch mal wieder aus. Er ist nach wie vor verfügbar, stammt eben aus der gleichen Kuhfamilie wie Habsburg und Haribo, wo wir gesehen haben. Also nach wie vor zu haben und sicher sehr gut zum Einsetzen. Dann auch der Bulle Jedermann, auch fängt mit J an, da haben wir jetzt auch nicht übermäßig viele Stiere, auch er hier eine Alternative und möchte vielleicht ein bisschen auf die Strichplatzierung hinweisen. Er liegt hier vorne weiter innen, hinten etwas mehr nach außen, also für Kühe, die jetzt schon zu eng sind, wo sich die Striche vielleicht schon zu extrem küssen, wäre hier eben auch als Ausgleich gut herzunehmen. Die ersten Kälber sind jetzt geboren, schaut auch wirklich so aus, dass er sehr leichte Geburten machen wird. Dann zwei Bullen, wo jetzt gerade mit den Töchtern auflaufen, also wenn auf die Betriebe, werden wir vielleicht bei ein oder anderen mal die nächste Zeit vorbeischauen, um Hedwin-Töchter anzuschauen. Also die laufen jetzt aktuell auf und auch der Bulle World Cup kommen jetzt die ersten Töchter, sind sehr junge Kühe, also wir stellen das schon fest die letzte Zeit, sie werden am Anfang teilweise deutlich jünger. Also ich glaube, die erste World Cup-Tochter, die ich jetzt gesehen habe, hatte 20 Monate Erstkalbealter. Also sicher auch ein bisschen im Grünlandgebiet geschuldet der neuen Düngeverordnung, dass hier eben auch Rinder früher besamt werden. Ja, eine Frage möchte ich noch aufgreifen, die kam schon bei der Anmeldung und zwar aus dem Norden. Aus Norddeutschland, und zwar Besaugen von Fleckvieh, Jungrindern. Man kann das auch, denke ich, ganz offen sagen. Fleckvieh ist hier sicher ein bisschen anfälliger, was hier die Besaugung anbelangt. Ich habe hier mal ein Foto rausgegriffen. Das ist ein Foto von einem Studienkollegen von mir, wo ich vor kurzem war. Es gibt auch andere Betriebe, die so das System jetzt verwenden. Man sieht es vielleicht unten, sind diese,
diese Nuckeleimer mit diesen schwarzen Nuckeln. Also die Betriebe, die das haben, haben mir sehr gute Rückmeldungen eben gegeben, dass die Kälber sich den Saugreflex richtig abtrainieren, eben dass sie hier in der Tränkephase schon den verlieren, scheint anscheinend bei Fleckvieh doch wichtiger zu sein. Ob es hier eine genetische Komponente gibt, kann ich nicht ganz sagen. Ich kenne eine Auswertung, die ist jetzt allerdings schon, ja, da bin ich glaube noch in den Kindergarten gegangen, wie die gemacht worden ist. Da kam schon raus, dass manche Vererber hier eine leichte Tendenz haben, wo die Nachzucht ein bisschen stärker dazu neigt. Allerdings aktuelle Auswertung gibt es da nicht. Also die Betriebe, wo eben sagen, in der Tränkephase diesen Saugreflex stark abtrainieren, die haben hier wirklich sehr gute Erfahrungen gemacht. Gut, dann möchte ich mich ganz herzlich bedanken fürs Zuhören. Also es hat jetzt ein bisschen länger gedauert, wie eigentlich geplant. Allerdings, wenn ich auf die Teilnehmerzahl schaue, es haben sich bis auf 5 haben sich abgemeldet währenddessen. Die sind wahrscheinlich nur zum Bier holen gegangen. Aber wir haben auch heute Glück, muss ich auch dazu sagen. Die Regie sagt mir noch was. Wir haben heute auch Glück gehabt. Bayern spielt erst morgen. Wir hoffen natürlich, die ziehen ins Champions League Finale ein. Gewinnen tun sie sowieso, sind wir ganz sicher. Möchte mich ganz herzlich bedanken. Ich hoffe, es war informativ und es hat auch was gebracht und euch gefallen. Möchte vielleicht noch auf das Foto hinweisen, rechts unten eine Kuh, die wird auf der nächsten Highlights vorne drauf sein, mit dem Züchter, mit dem Lukas Schederecker. Die hat jetzt 10 Kälber, ist eine Indertochter, steht jetzt auch kurz vor 100.000 Kilo. Und wir sind dankbar für Rückmeldungen. Wie hat es euch gefallen? Was kann man vielleicht noch besser machen? Sollten wir es öfters machen? Sollen wir es wieder machen? Also schreibt es uns. Wir sind da für alles offen. Vielleicht, wir haben vorhin im Vorfeld auch schon gesagt, vielleicht investieren wir mal in eine Kamera, wo draußen dann steht, damit wir die Glasscheibe vielleicht nicht haben. Aber wie gesagt, Rückmeldungen, Verbesserungsvorschläge sind wir jederzeit offen und auch dankbar, wenn da was zurückkommt. Gut. Wenn keine Fragen mehr sind, Regie, Fragen haben wir keine mehr. Keine Fragen mehr. Wir haben noch Frage? Ja, bin ich drin? Okay, eine Rückmeldung haben wir schon gekriegt. Super Präsentation, vielleicht auch zu konkreten Themen und züchterischen Fragestellungen. Ist kein Problem. Also wie gesagt, ich habe ja ein paar Sachen schon aufgegriffen im Vorfeld. Also bei der Anmeldung kann man immer schon Fragen stellen. Also wenn ihr Fragen habt und man sollte auch sich ein bisschen vorbereiten und was zeigen, fürs nächste Mal wäre super, einfach im Vorfeld das reinstellen oder E-Mail schreiben, dann können wir das alles mit einbauen, das ist überhaupt kein Problem, also das kriegen wir hin. Gut, weitere Fragen? Kommen noch Fragen? Es kommen noch Fragen, gut. Jetzt dauert die Übertragung ein bisschen. Frage ist, ist der Bulle Zugspitze verfügbar? Bulle Zugspitze müsste man bestellen. Also wer da Samen benötigt, müsste man bestellen bei der Genostar. Ja, kriegt gerade aus der Regie die Rückmeldung. Kriegt auch die Rückmeldung aus der Steiermark. Samen ist verfügbar. Danke an Reinhard Pfleger. Also Samen ist verfügbar. Also wer den braucht, kann den gerne bei uns bestellen. Ist kein Problem.
Oh, Frage, gibt es Möglichkeiten, Zwillingsgeburten zu reduzieren? Ja, ist eine sehr schwierige Frage. Die Frage kam, vielleicht kann ich es somit beantworten, kam damals auf beim MINT. Der MINT selber ist eine Drillingsgeburt. Die Kuh wurde aber nie hormonell behandelt, ist nie was gemacht worden, hat trotzdem Drillinge bekommen. Wir haben dann natürlich auch vor dem Ankauf mal geschaut, gibt es da Auswertungen. Es gab eine Diplomarbeit aus Triesdorf, die hat herausgefunden, 10% der Besamungsbullen zum damaligen Zeitpunkt jedes Jahr sind Zwillinge gewesen, wo eingestellt worden sind. Die Zwillingsgeburten nehmen jährlich zu, das kann man in der Statistik auch rauslesen. Und sie haben dann damals untersucht, machen eigentlich diese Töchter oder diese Stiere vermehrt Zwillingsgeburten? Da kam dann nichts raus. Sie haben sie dann angeschaut, gibt es weibliche Tiere, die Zwillinge waren und fruchtbar waren? Ja, die gab's. Da haben sie danach geschaut, gibt es da einen Anhaltspunkt, dass die vermehrt Zwillinge bringen? Kam auch nichts raus. Dann haben sie in der nächsten Generation geschaut, also in der Enkelgeneration. Die hatten dreifach erhöhte Raten an Zwillingsgeburten. Also scheint es so zu sein, laut dieser Auswertung, dass Zwillingsgeburten über die weibliche Seite schon vermehrbar sind. Meine Theorie auch ein bisschen zu Zwillingsgeburten. Den Kühen geht es immer besser, unser Management wird immer besser und die Natur, ja, sagt dann halt auch vielleicht mal, die Kuh ovuliert jetzt eben doppelt, die werden beide befruchtet, um eben hier mehr Nachkommen zu bringen. Kann man auch rassespezifisch ein bisschen sehen. Fleckvieh bringt hier ein bisschen mehr Zwillingsgeburten wie jetzt reine Milchrassen. Frage ist, war super. Habt ihr auch Rückmeldungen von den Partnerbullen, die in Frankreich getestet wurden, vom französischen Partner Simmental-Frosé? Ja, wir kriegen da Rückmeldungen. Allerdings die Zuchtwerte oder auch die Absolutleistungen werden ja nicht bei uns ins System mit eingespielt, weil es ja eine andere Basis, eine andere Population ist. Deswegen ist es ein bisschen schwierig vergleichbar, aber wir kriegen da schon auch Rückmeldungen. Wir haben ja auch französische Stiere bei uns im Einsatz gehabt bis vor kurzem, der Bulle Nounours oder auch der Bulle Regie, Tobi, der Wildwestsohn. Ja, wir stehen auf dem Schlauch, ein Wildwestsohn. Haddock, danke. Danke, der Bulle Haddock war bei uns auch im Einsatz, hat sich auch Töchter geprüft, eigentlich so bestätigt, wie er genomisch so im Einsatz war. Gut, weitere Fragen. Bis zum Leipzig-Spiel schaffen wir es. Die spielen erst um 9. Keine mehr. Okay, das war die letzte Frage. Also wie gesagt, danke fürs Zuhören. Ich glaube, wir sind immer noch ja, 94 Teilnehmer, also einige bereiten sich anscheinend schon auf, jetzt sind wir wieder nach oben gegangen, 96 Teilnehmer, also wirklich, ja, die hätten wir hier gar nicht alle reinbracht in den Bullenblick. Also wie gesagt, danke fürs Zuhören und ich denke, wir sehen uns in dem Format im Dezember wieder. Danke und dann schönen Abend.